Naja, ich meine, es ist nicht schlimm, dass wir keine 3D-Funktion haben. Es fällt eigentlich auch so gut wie gar nicht ins Gewicht. Weil man hatte ja sowieso auch bei X und Y nur am Anfang angehabt, wenn man beim ersten durchspielen und wurde dann so also an dem einen oder anderen Ort geflasht. Irgendwann hat man dann nur noch die 3D-Funktion, wenn der 3D-Stand angemacht und naja. Okay. So, dann gehen wir mal jetzt zum Aetherhaus. Müssen nur noch einmal über die Wasserroute und bitte lass uns jetzt mal ein schönes Wasser-Pokémon hier finden. Es kann doch nicht sein, dass wir kein... Na, jetzt lass mich doch mal da runter. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt bis jetzt immer noch kein Wasser-Pokémon gefunden haben auf dieser ganzen Route. Tohaido. Tohaido wäre auch nicht schlecht, ne? So, dann rasen wir mit dem Tohaido. Das macht so... Oh, da drunter hat sich ein Pokémon verborgen. Da bin ich jetzt mal gespannt, welches. Na super, ein Tentacker. Jetzt mal ganz ehrlich, was will ich denn mit Tentacker? Letztens wollte ich mir das... Oder vorhin wollte ich es mir ja noch fangen in der Aufnahme, aber... Nee. Einfach nur nee. Zertrümmere natürlich die Steine, um auch zu gucken, ob da irgendwie noch ein Item drunter ist oder so, was wir nicht gesehen haben. Das kann ja jederzeit vorkommen. Und da kommt natürlich uns direkt ein Pokémon entgegen. Und wieder mal ein Tintacher. So, aber Tintacher, wie gesagt, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Und sieht nicht schön aus. Irgendwas Tolles. Warum ist es so verdammt nochmal schwer, ein gutes Wasser-Pokémon zu kriegen? Bin ja jetzt schon fast am überlegen, ob wir nicht doch das Finneon nehmen. Aber es ist halt ein Finneon. Wahrscheinlich wieder ein Tentacher, davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja. Sehr gute Vermutung von mir, aber sorry, Tentacher, wir brauchen dich nicht. Und ich will nicht, dass Zero ein Tentacher wird. Ein Corazon oder sowas, das wäre cool. Ach so. Ich kann nur auf Lapras angeln. Nur auf einem Lapras kann man angeln und nicht auf einem Tohaido. Das ist cool zu wissen. Ein Carpador. Dann auch noch Level 21. Was will ich damit? Komm, einmal angeln wir jetzt hier noch. Bitte irgendwas Gutes mal. Und nicht so ein Schrott-Pokémon auf gut Deutsch. Garados ist natürlich auch geil, aber das ist, nee. Nein, wieder ein Carpador. Machen wir jetzt hier Shiny Fishing, wa? Ein Versuch noch, komm. Ein Versuch noch. Ansonsten machen wir erstmal weiter. Oh. Ah, okay, Item Perle. Perle können wir verkaufen. Ich wollte eigentlich ein Pokémon, keine Perle. Oh, jetzt habe ich sogar noch eine Riesenperle erhalten. Dreimal hintereinander, erst eine Perle, dann eine Riesenperle und jetzt ein Carpador. Sorry, aber Zero, du musst, glaube ich, noch ein bisschen länger warten auf deinen Einsatz. Es sei denn, du wirst jetzt ein anderes Pokémon. Aber ich will ungern ein anderes in mein Team. Ich brauche noch ein Wasser-Pokémon eigentlich. So, dann reiten wir auf jeden Fall mal wieder zurück zum Aether Foundation House hier. Aether House. Da rein.
Da sind wir wieder. Und wir haben dein Mangunio mitgebracht. Mango! Na, warum macht ihr denn so lange Gesichter? Tut mir leid, Marc. Ich kann mich gerade einfach nicht so freuen. Aber warum? Was ist denn los? Es geht um Lilly. Sie ist weg. Einige Stunden zuvor. Ja. Oh. Du bist ja noch hier. Löst du dich heute nicht plötzlich in Luft auf? Ich habe da ein paar wilde Geschichten über dich gehört. Es war eine völlig andere Situation. Damals hat Wölkchen seine Kräfte benutzt, um mich zu retten. Es sah keinen anderen Ausweg mehr. Das war alles meine Schuld. Ich habe mir geschworen, dass ich das nie wieder zulasse. Ich kann zwar nicht viel ausrichten, aber ich werde um jeden Preis verhindern, dass mein kleiner Freund seine Kräfte erneut einsetzt. Das habe ich Wölkchen versprochen. Und ich werde alles geben, um dieses Versprechen zu halten. Ey, und was war an dieser Lage, von der du da faseltest, so viel auswegsloser als an dieser jetzt? Glaubst du etwa, wir lassen dich türmen? Bist wohl da ein bisschen naiv, Prinzessin, hä? Lassen wir das. Ist ja nicht so, als wäre bei dir sonst noch irgendetwas zu holen. Außerdem bist du ja eigentlich kein Stück besser als wir. Stimmt's, kleine Pokémon-Demon? Ich komme freiwillig mit euch. Aber bitte, bitte tut den anderen nichts. Bist du doof, Lilly? Sobald Lola weg war, kamen diese Frauen zurück. Was? Lilly hat uns alle beschützt. Dabei wäre es als Pokémon-Trainer doch meine Aufgabe gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass du ausgerechnet Lilly diejenige ist, die Cosmog bei sich hat. Hä? Du kennst Lilly? Oh. Eure Unfähigkeit kennt einfach keine Grenzen. Dass Cosmog und Lilly in ihre Hände gefallen sind, ist einzig und allein eure Schuld. Ihr macht mich so wütend! Jetzt sollen wir gegen ihn kämpfen? Ah, er hat wieder seine Hand. Team Skull Gladio fordert dich heraus. Ich weiß nicht, was ich von Gladio halten soll. Auf der einen Seite hält er zu uns, auf der anderen Seite arbeitet er für Team Skull. Jetzt kämpft er wieder gegen uns als Team Skull-Member. Gladio, du machst es uns aber auch nicht einfach. Ladungsstoß. Giftzahn, ja, okay. Es kann viel abziehen, tut's aber nicht, aber dafür vergiftet es uns. Patze wurde schwer vergiftet. Das ist sehr effektiv, aber nicht tödlich. Oh Mann. Hoffentlich kommt er nicht wieder mit seinem blöden Typ 0 um die Ecke. Auf Typ 0 habe ich nämlich sowas von keine Lust. So, Golbat wurde auf jeden Fall schon mal besiegt. Patze erhält dafür 1100 Erfahrungspunkte. Vergiftung schadet natürlich Patze. Verdammt. 12 KP, das ist schon... doch, Typ 0. Oh Mann. Das Gute ist, es ist effektiv, was wir hier haben. Das heißt, es zieht einigermaßen gut die Leben von Typ 0 ab. Zermaltklaue. Autsch, das tat Patze mega weh. Der Zertrümmerer ist sehr effektiv. Ist es eventuell ein Kampf-Pokémon? Komm schon. Gegen Typ 0 müssen wir gewinnen. Was ist das für ein fucking Pokémon, bitte? Was? Das soll effektiv heißen? Sehr effektiv? Das soll sehr effektiv sein? Das hat ja so gut wie gar keinen Schaden an Typ 0 ausgerichtet. Zermalklau. Okay, einmal können wir auch noch unseren Zertrümmerer. Dann ist es auf jeden Fall Typ 0 besiegt. Auf jeden Fall das
müssen wir schaffen. Typ 0. Alles, was danach kommt, kann ja wohl nicht mehr so heftig sein. Sneebel. Siehst du, das Sneebel ist jetzt nicht so heftig. Ist, glaube ich, ein Eis-Pokémon, ne? Ah, guck mal, der Zertrümmerer ist auch sehr effektiv. Finte. Ah, okay, das war's. Also eine Kampfattacke theoretisch. Haben wir aber nicht mehr, ne? Ah ja, komm hier. Dann schicken wir unser Sammy rein. Kriegt dann noch mal ein paar Erfahrungspünktchen dabei. Denn Steinhagel und Felskrab sind super effektiv gegen ihn. Oder sehr effektiv. Wow, die Metallklaue hat einen Volltreffer gelandet. Wow, der ist heftig. Gladio ist echt heftig. Das ist einer der stärksten so bisher, gegen die ich gekämpft habe. Muss ich mal so sagen. Sneebel wertet schon wieder die Attacke ab. Und siehst du, das Ohr von dem männlichen Sneebeler ist ein bisschen länger als das, was wir schon mal gesehen haben. Und tschüss, Sammy. Krass. Der zerpflückt gerade wirklich unser Team das zweite Mal. Silvaro. Nicht sehr effektiv, nicht sehr effektiv, nicht sehr effektiv. Nee. Versuchen wir's. Boah, es ist sehr effektiv. Oh Mann, der zerpflückt unser ganzes Team. Wenigstens dürfen wir jetzt nochmal angreifen. Na hier, Trugschlag. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber... Alter! Wie heftig dieses Sneebel ist. Das ist ja dreimal so heftig wie jetzt das Typ 0. Jetzt haben wir nur noch ein Pokémon, das ist Hygro. Shitte. Dynamische Maxi-Flamme. Los, jetzt, sofort. Hygro kann wenigstens... Ah, nicht sehr effektiv, sehr gut. Kann wenigstens noch ein bisschen standhalten. Dann schauen wir mal, wie viel Schaden die dynamische Maxi-Flamme von Fygro macht und wie viel EP er danach bekommt. Weil Fygro wollte ich jetzt erstmal eigentlich nicht so richtig leveln. Aber es ist unsere letzte Bastion jetzt im Moment. Vorher war es Mega, jetzt ist es Fygro. Bam! Sneebel wurde besiegt. Boah, perfekt. Das war gut. 800 nur. Was? Dafür, dass das so viele Pokémon von uns ausgenockt hat? Kann ich nicht ausstehen. Entschuldige, dass ich diesen sinnlosen Kampf angefangen habe, aber... Aber ich habe es euch doch schon erzählt. Ihr wisst doch, dass Cosmog eine schreckliche Katastrophe in Alola auslösen könnte. Wir müssen es sofort zurückholen. Am besten machen wir uns sofort auf den Weg. Ich warte am Pier der Insel auf dich. Oder willst du gleich mit mir mitkommen? Ja, ich komme gleich mit dir mit. Gut, gehen wir. Kommando Tan? Hauptsache Kommando Tan sich einfach mal umgedreht. Hm. Wir warten noch auf Tali, nehme ich an. Er kommt gleich. Das habe ich mir schon gedacht. Tali ist wirklich eine Nummer für sich. Er gibt sich in allen Mühe, nicht ständig im Schatten seines beeindruckenden Großvaters zu stehen. Ich könnte das nicht. Ja, so? Was machst du denn hier? In Poo können diese Gauner von Team Skull von mir aus so viel Unfug treiben, wie sie wollen. Aber jetzt sind sie einen Schritt zu weit gegangen. Hey Junge, lass uns kämpfen, du und ich. Ich bin nämlich der Inselkönig, falls du es noch nicht wusstest. What? Das ist eine gute Erfahrung für dich, wenn du Inselwanderschaftschamp werden willst. Also, kannst losgehen? Klar. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wir haben gerade mal zwei Prüfungen gemacht und sollen jetzt gegen Yasuo kämpfen, den Inselkönig. Inselkönig Yasuo. Ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Prüfungen gemacht, irgendwie. Ich war doch noch gar nicht um ganz Ula Ula rum, oder? Das Gute ist, wir haben schon mal gegen einen Zubiris gekämpft. Wir wissen daher, was effektiv und was nicht effektiv gegen Zubiris ist. Aber ich probiere es erstmal mit einem Donnerschlag. Da Patze ja auch noch trainiert werden muss. Patze schreckt zurück, war klar.
Oh mein Gott, wir müssen gegen den Inselkönig jetzt antreten. Das hätte ich jetzt absolut nicht erwartet. Er hat gedacht, jetzt kommt erstmal so noch dieser Storybogen und dann kommen wir wieder zurück auf Ula Ula und dann machen wir die Inselprüfung, die nächsten 2-3 Stück. Und dann kommt erst der Inselkönig, aber nein. Jetzt kommt der Inselkönig. Ja, Donnerschlag hat natürlich keine Wirkung, ist wirkungslos. Shit. Komm, Mega. Mega muss rein. Mega muss auch noch EP abgreifen, von daher. Boah, ich mag diesen Beat. Also die Musik ist top. Da kann man nichts mehr gegen sagen. Angeberei, wir fallen natürlich drauf rein. Angriff von Mega steigt stark. Wir sind verwirrt, aber bitte den Zertrümmerer, ja. Hau den Zertrümmerer raus. Mega ist verwirrt, setzt den Zertrümmerer ein. Sehr gut. Und dadurch, dass der Angriff gestiegen ist, wird Rocker mal ein One-Hit-KO. Zack, Mega erreicht Level 39. Perfekt. Patzer erreicht Level 38. Auch nicht schlecht. Ah, jetzt kommt wieder das Zubiris von ihm. Wirkungslos. Ja, komm, dann versuchen wir mal die Schnabelkanone, wie viel sie abzieht. Da steht ja effektiv. Ist zwar nicht 1,5-facher Schaden, glaube ich. Und sehr effektiv ist, glaube ich, zweifacher Schaden. Bin ich sogar dreifach? Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Auf jeden Fall Verbrennung und Schaden zu Biris jetzt. Ein Hyperheiler. Mhm, hat damit natürlich eine Runde verschwendet. Mega ist verwirrt und setzt Schnabelkanone ein. Bam. Tschüss, Zubiris. Patzer erhält nochmal 1000 Erfahrungspunkte fürs... oh. Snobilikat. Haben wir noch keine Daten zu. Würde ich sagen, nehmen wir erstmal Patze. Snobilikat ist ja... was war denn Alola Mauzi? Unlicht? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube Unlicht. Aber Alola Snobilikat. Ich finde, das sieht so hässlich aus im Vergleich zu dem normalen Snobilikat. Alola Mauzi sieht cool aus, aber Alola Snobilikat sieht irgendwie so... Oh, da sind wir tot. Sieht irgendwie so komisch halt aus. Ich kann es nicht beschreiben. Alola Snobilikat sieht einfach fett aus im Gesicht. Und das macht das ganze Pokémon wieder so unsympathisch, finde ich. Ah, die Z-Kraft ist nicht sehr effektiv. Nehmen wir das Rasierblatt erstmal. Oh, das Alola Snobilikat macht eine Z-Attacke. Und alle Seiten Kraft zusammen und setzt die Z-Attacke des Typ Unlicht an. Okay. Schwarzes Loch des Grauens. Das hört sich ja schon so... Was? Boah, wie geil die Attacke aussah. Und das war einfach mal ein One-Hit-Kill-KO. Okay, Sammy. Los. Hat es damit unseren... hat es damit sich offenbart für uns? Nee. Was es vom Typ ist, meinte ich jetzt. Nein. Oh, Sammy wird auch wieder hier vom Inselkönig total zermartert. Der Steinhagel ist leider nur effektiv. Finsteraura. Und ciao, Sammy. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch Mega, wenn ich das richtig sehe. Ja, und unser Fügro. Oh, krass. Welches Level ist überhaupt das Nobilikat? Da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Und wie habe ich dann noch... Oh, 39, okay. Ah, Zertrümmerer ist sehr effektiv. Wenn Mega das jetzt übersteht, dann... Autsch, ja, er übersteht es. Der Zertrümmerer haut hoffentlich gut rein. Das sah nicht sehr effektiv aus. Ja, die Juwelenkraft macht uns jetzt hier aber auf jeden Fall schwer zu schaffen. Das war's für unser Mega. Verdammt, wir haben nur noch Fügro. Aber wir haben immer noch unsere Z-Attacke. Wenn nichts mehr geht, dann kommt irgendwo die Z-Attacke her.
Wenn die Juwelenkraft uns jetzt nicht ausnockt. Oh, das ist sehr effektiv. Komm schon, Z-Attacke. Ich setze alles, was ich habe, gerade auf eine Karte. Bei Fügro mit der Z-Attacke. Komm schon. Ja! Gott sei Dank, Fügro hat uns den Tag gerettet. Und damit den Hintern. 1700 Erfahrungspunkte und Fügro erreicht Level 41. Wunderbar. Inselkönig Yasuo wurde besiegt. 6240. Na sowas. Ich wusste ja schon, dass du mutig und stark genug bist, um Team Skulls Villa aufzumischen, aber das hier, stramme Leistung, auch von deinen Pokémon. Lass mich dein Team schnell wieder auf Vordermann bringen. Danke, das war nämlich ein harter Kampf. Hier, nimm schon. Da haben wir den Z-Kristall für den Typ Unlicht. Unlichtinium oder sowas bestimmt, wa? Gucken wir mal, wie der heißt. Und große Prüfung bestanden, der dritte Stempel? Unser dritter Stempel, ne? Und so geht die Pose für die Z-Attacke vom Typ Unlicht. Wie er so guckt und wir so freundlich. Damit hast du jetzt alle Prüfungen auf Ulla Ulla bestanden. An dieser Stelle muss ich dir jetzt wohl gratulieren. Na dann, Glückwunsch. Jetzt hast du was zu erledigen, oder? Übertreib's nur nicht. Und was dich angeht, Gladio, wenn du wirklich stärker werden willst, solltest du dich nicht von Team Skull herunterkommandieren lassen. Mark. Entschuldigung. Mark. Wehe, du nimmst das Wort Spaß in den Mund. Wenn ich stärker gewesen wäre, hätte ich Lili helfen können. Aber wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen. Ich will euch unterstützen, so gut ich kann. Damit wir alle bald wieder lächeln können. Wohin haben sie Lili denn gebracht? Puh, kann es ja nicht sein, sonst hätte Mark sie sehen müssen. Du bist scharfsinniger, als du aussiehst, Tali. Sie ist im Ätherparadies. Im Ätherparadies? Ich wusste es. Team Skull gehört zum Ätherparadies. Hundertprozentig. Die gehören zusammen. Boah, was eine geile Yacht. Da wären wir. Das ist die Anlegestelle des Ätherparadies. Normalerweise ist hier so friedlich, aber dort hinten scheint Unruhe zu herrschen. Seid auf der Hut. Warum glaubst du, dass sie Lili hier ausgerechnet ins Ätherparadies gebracht haben? Ich weiß es einfach. Okay. Und wie geht's jetzt weiter? Suchen wir sie. Als erstes sollten wir vielleicht zum Aufzug gehen. Vielleicht dieser Typ macht mir Angst. Er hat überhaupt keinen Plan.